Hallo und herzlich willkommen. Wir haben euch heute einen ziemlich coolen Jazz-Standard mitgebracht, I Got Rhythm von George Gershwin. Und bei uns hier begrüße ich ganz herzlich Annika, Clara und Clara. Wir beginnen gleich mit einem rhythmisch-musikalischen Warm-up. Da, da, da. Noch ganz kurz was zu den Silben sagen. Die ersten drei Motive haben die Silbe da und das letzte Motiv, wo wir etwas in die schnelleren Notenwerte hineinkommen, wechseln wir ab zwischen da, ba, da, ba, da. Okay, wir probieren es nochmal. Nachdem das musikalisch schon geklappt hat, kommt jetzt der Schritt dazu. Der eigentliche Schritt, der macht nur rechts sein, links vor, rechts sein. Ja, dann kommt dasselbe mit links, links, rechts, links. Der dritte ist wieder nach rechts, rechts, links, rechts. Hier ist das Ende der Phrase, da müsst ihr weiter singen, aber ihr habt keinen Schritt mehr. Und dann geht dasselbe nach links los, nämlich links, rechts, links. Dann ein rechter nochmal. Dann wieder der dritte, diesmal links, seit, vor, seit. Ende der Phrase ist nur singen. Und der Rhythmus von diesem Schritt ist genau derselbe, wie auch das rhythmische Motiv in der Musik ist. Das können wir eigentlich direkt mal mit Musik versuchen. Rechts, seit. Na, links. Stehen bleiben. Und das müssen wir jetzt mit Schritten und Text zusammenbringen. Ganz so schnell geht es leider nicht, Bernd. Wir nehmen jetzt erst nochmal die Silben, die wir schon hatten, zum Schritt dazu. Kommt der Text auch dazu, der lautet folgendermaßen: I got rhythm, I got music, I got my man, who could ask for anything more? Mit Musik. 1, 2, 3, 4. I got rhythm, I got music, I got my man, who could ask for. Jetzt kommen Text, Musik und Bewegungen zusammen. Und der nachfolgende Teil ist wieder mit der gleichen Melodie und der gleichen Schrittfolge mit einem geringfügig geänderten Text. I got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Das Ende ist dann so, wie wir es schon hatten. Wir nehmen es gleich mit Melodie. 1, 2, 3, 4. I got daisies in green pastures. I got my. Und jetzt kommt alles zusammen.
Text, Musik und Rhythmus direkt mit Klavier. Melodie kommt im ganzen Stück dreimal vor. Und da wir nun zu viert sind, haben wir uns gedacht, es wäre nett, da noch eine Art Überstimme drüber zu haben, die immer dann einsetzt, wenn die Melodie Pause hat, als Fill-in sozusagen. Das könnten wir gleich mal mit Klavier probieren. One, two, three, four. Und jetzt wäre eigentlich schön, wenn ihr die Melodie singen würdet und wir versuchen, das Fill-in zu machen. Okay? A one, two, three, four. Und jetzt Musik, Rhythmus und Schritte, alles zusammen. Heute vielen Dank fürs Mitmachen und wir freuen uns schon aufs Wiedersehen in der Fortsetzung, in der wir uns dann dem B-Teil widmen. Bis dann, tschüss! Tschüss!